Also, heute bin ich beim Erdbeerpflüger beim Hänsler in Reitwange. Und das hier beschreibt ja 20 Jahre. Und das sind Strawberry Fields Forever. Allerdings sind wir jetzt ja zum 10. Juni. Und die meisten Erdbeere sind schon weg, die große. So sagte die gute Dame, da waren heute halt schon so viele da. Ja? Das heißt, wir müssen einfach noch mehr durchwandern bis ans Ende dieses Berges. Die meisten Stuttgarter aus der nahegelegenen Großstadt, die kennen sowas ja gar nicht. Die denken, Erdbeere gibt es ja nur im Glas. Dabei muss man hier nur ein paar Zentimeter rausfahren und schon hat man die beste Sache, die man so erleben kann. Das dahinter ist Grafenberg, glaube ich, und da ist auf jeden Fall Nürtingen, sagen wir es mal so. Und dahinter ist Stuttgart. Und auch hier für die Städter in der Region. Man fährt einfach raus, guckt nach, wo gibt es Erdbeerplantagen zum selber pflücken. Und dann gibt man die Schüssel ab. Die wird gewogen, dann macht man die voll, zahlt sie, 10 Euro das Kilo, glaube ich, und eine Erdbeere macht so viel man will. Also, wir fangen auf. Gut, warm. Oh, die sind richtig lecker. Ja. Die sind viel besser wie letztes Mal. Der Tipp war gut. Ja, der hat ja 100 hier. Juli, du darfst aber nicht so viel essen, gell? Du, ihr seid. Bruch gerade, ey. Nicht so günstig. Doch. Also, die verdienen damit viel, glaube ich. Also, sagen wir so, der Rest wird untergraben. Und da bleibt genug übrig. Außer, guck mal, Juli, die ganzen kleinen Erdbeeren hier, die verkaufen die nicht mal. Die Mama mal stecken, hier haben sie einen Bericht, dass die nur die große Beeren in den Schüsseln haben. Ich habe hier so voll verdingst hier. Ein Knorpel, Mr. Knorpelmann habe ich. Den lasse ich glaube da, Mr. Ui, Mr. Knorpelmann. Der heißt halt so, da kann ich nichts dafür. Was kostet der Schüssel? Alles im Hinsloch. Aber wie gesagt, die große Erdbeere sind alle schon weg, weil heute so viele Leute da waren. Wenn man sich mal anguckt, das sind also kleine Erdbeere. Die holt schon gar keiner mehr, hieß es dann immer. Außer diese Pfundsgroße hier. Das sind große Erdbeere. Hat wohl einer übersehen gehabt. Ist ja immer noch weiter. Folge jetzt einfach mal der Logik, dass ich bis hier hinten ins Egner gehe, weil da müsste doch noch keiner gewesen sein, oder? Sagt die Statistik, je weiter ich so nach hinten laufe, desto größer war die Erdbeere, die noch dran hängt, würde ich mal sagen. Check mal noch weiter. Also, aber so mega erfolgreich ist meine Methode jetzt auch nicht gerade. Ein paar hat es ja schon noch, aber so die richtig große Schlag, den mache ich hier auch nicht mehr. Muss ihn jetzt halt der Ranzer voll schlagen. Also hier die geheimen Verstecke. Ich bin jetzt fertig. Mal gucken, wie viel die anderen geschafft haben. Wenn die überhaupt was schaffen. Tüt. Wahrscheinlich ist schon Geld drin. Oder? Haben wir gepflückt, okay. Jetzt will ich gucken, ob wir 85 haben. Also, Oktopus und Barhocker, sehr gut, du hast gewonnen. Du hast mit Mutationen gewonnen. Ist ja zufälligerweise ein radioaktives Feld in der Nähe.